Grazie, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Alice Madness Returns. Ja, ich bin immer noch Moonwai. Und wir spielen immer noch. Wir spielen immer noch Alice im Wunderland. Und hüpfen erstmal über den Kürbis drüber. Und dann hören wir uns erstmal den Kater an, was der zu sagen hat. Zwei geschafft, eins noch bleibt. Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show, wenn man sie wach bekommt. Ah, Robin, verdammt, ich muss das Ding mal ausstellen. Der weiß genau, dass ich jetzt Alice aufnehme und schreibt das jetzt nur, damit er hier erscheint, der blöde Arsch. Also, Robin, wenn du das siehst, fühl dich gearscht. Ja? Dass du mich hier während meines LPs nervst. So, aber wir lassen uns davon nicht stören, denn da ist ein neues... das ist wieder ein Schneckenhaus, da werden wir hingehen. So, okay. Das dritte Schneckenhaus. Mal schauen, ob wir das genauso hinkriegen, wie das, wie die ersten beiden. Lektionen an der Schultafel bieten wichtige Tipps. Oh, scheiße. Wahrscheinlich muss ich eine gewisse Anzahl an Punkten holen. Oh Gott, habe ich mich erschrocken, ey. Wow, meine Fresse. Okay. Okay, okay, okay. Ah! Oh shit, ich habe nur noch... Ich habe nur noch ein Herz. Und ich glaube, ich war gerade... extrem ruhig. Oh Gott, bitte lass mich das geschafft haben. Oh Gott! Yeah! Korrekt, Fräulein. Also... Sorry, aber wieso komme ich jetzt wieder bei der ersten Rose raus? Sorry, aber das ist ein bisschen einfallslos. Aber gut, hey, was soll's. So, okay, wir haben drei der großen Schneckenhäuser gefunden. Ich hoffe mal, wir haben keins verpasst. Hier könnte ihre Werbung stehen. Robin, verdammt! Lass diese Scheiße. Ach so, genau. Da ist jetzt das Ding zu. Er weiß genau, dass ich es vergessen habe, auszuschalten, der Arsch. Egal. Dann würde ich sagen, geht alle mal auf Yukis Kanal. Ich werde hier jetzt dann wahrscheinlich einen Link anblenden. Und spammt ihn bitte mal voll. Was war das? Also, wie gesagt, wenn ihr dieses Video seht, spammt ihn alle voll. Da würdet ihr mir einen großen Dienst allein, weil er weiß, dass ich gerade aufnehme. Und er mich trollen will, der Arsch. So. Oh, shit. Da ist ein fliegendes Bett. What the fuck? Oh. Oh, scheiße. Ah! Weg. Und weg. Wow. Weg, weg und weg. Au. Ah. So. Okay, das war der erste. Los. Oh, oh shit, sind die schnell. Zwei. Au. So. So.
Ah, du blöde Pflanze! Kann ich die eigentlich mit... Ja, kann ich. Hervorragend. So. Und Ben und Ben und du gehst... auch weg. Na! Ah. Achso, du bist eh nur noch einer. Na los, komm schon, Baby. Feuer deine Scheiße ab. Bam. So. Bam. Zack und zack. So geht es natürlich auch. Hey, wenn du mich schon angreifst, dann machen wir es so. Okay, da kommt das fliegende Bett runter. Was zum Henker ist da drauf? Du hast mich beim Träumen gestört. Ach so, es geht wohl zur Show. So. Ah. Okay. Da geht's hoch. Gibt's hier noch irgendwelche Hinweise? Da ist es irgendwelche. Da sind Zähne. Zack, zack. Okay. Schauen wir mal. Gibt es sonst noch irgendwelche Hinweise zu irgendwelchen kleinen, schönen Secrets? Sieht nicht so aus. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen. Zack. Zwoink. Und hier. Und da. Schön. Wunderbar. Okay. Aha. Na, dann gucken wir doch mal, was ist hier. Oh nein. Nicht schon wieder. Diese Instant-Death-Quallen. Aber ich denke, das werden wir hinkriegen. Zack. So. Okay. Hier gibt es nix. So. Na, ja, was war das? Da ist auch immer noch diese komische... Muschelfrau-Dingens. Ich denke mal, wir müssen mal hier hin. Ah! Ah! Ach Mensch, Alice, was tust du denn? Ich habe eine Schweineschnauze gehört. Die werden wir natürlich gleich mal uns einverleiben. Habe ich da was gesehen? Ach, das ist erst da, okay. So. So. Schweineschauze. Aha, ich sehe sie. So. Wieder ein Picknickkorb. Aber wir gehen erstmal hier runter. Da habe ich nämlich Truhen gesehen, die wir uns einverleiben wollen. Okay, aber mehr gibt es hier nicht. Zack. Yay. Okay, wo bist du? Da. Juhu. Juhu. Zack. Bam. Schön. 600. Oh, oh. Oh Gott, 634. Ja, ach, leck mich doch am Arsch. Manchmal ist dieses Gehüpfe echt nervig, muss ich sagen. So. Dann hier lang. Und dann auf dieses blaue Dingen hier. Und hier lang. Und zack. Und da sehe ich ein Secret. Das springt einem ja förmlich ins Gesicht.
so und so. Jawohl. Hervorragend. Na gut, das sprang aber auch wirklich ein. Was? Ich dachte, das ist eine Abzweigung oder so. So. Wo bin ich jetzt? Ah. Seltsam schon. Auch ungewöhnlich. Sogar außergewöhnlich. Aber fast nichts ist einzigartig, Ernest. Eures war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde. Aha, okay. Na, ich gehe mal lieber wieder so zurück, wie ich gekommen bin. Besser ist das. Es ist auch sicherer. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass mir dieses Kleid nicht so gefällt wie das zweite Kleid aus dem ersten Kapitel. Ich mochte das erste Kleid, weil es so schön Steampunk-mäßig war. Das sah sehr geil aus. Aber das ist halt mehr der Umgebung jetzt auch angepasst. So fischig ist das. Wir gucken mal nach unseren Waffen. 600... Oh, wir könnten... oder warte ich, bis ich die Vorpellklinge aufladen kann? Ich glaube, ich warte, bis ich die Vorpellklinge aufladen kann. Weil mit der kämpfe ich doch eher. Oh nein. Das ist schon wieder... So, genau, dich will ich. Ah! Oh Gott! So. Daneben, du Sau. Daneben. So. Aua. So. Ja, du kannst mit deiner Zigarre anzünden. Deine Bomben anzünden, so viel du willst. Oh Gott. Das wird dir gar nichts nützen. Komm schon. Gut, 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 gut. Zack. Bam, bam, bam. So. Bam. Okay. Ja gut, das war auch nicht so schwer. Und die zweite befreit. Wir brauchen noch den Star. Den Star. Den Star. Och je. Yeah. Aber dann haben wir es geschafft. Meine Fresse. So, gibt es hier noch irgendwas, was wir erkunden können? Sieht nicht so aus, ne? So. Okay, meine Fresse, es wird immer undurchsichtiger hier. Ah, da ist ja schon der Star. Oh, feier. Sieht er mir aus wie ein Rätsel. Hilf mir, Alice. Dieses Showplakat, es ist ruiniert. Wenn ich es nicht wieder hinkriege, macht mich der Zimmermann zu Muschelkalk. Hä? Was soll denn da... Oh, oh. Oh, ich muss die Dinger hin und her schieben, oder was? Ja! Ach so. Um das Puzzle zu starten. Schiebe die Puzzleteile so auf das Spielbrett, dass sich ein Bild ergibt. Ach, nee. Du musst es mit einer begrenzten... Ach, leck mich doch am Arsch. Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. Ah. Toller Tipp, ey. Danke. So. Na gut, wir machen erstmal dieses Rätsel, würde ich sagen. Oh, hier, das sieht doch Geheimnis aus. Jawohl. Hervorragend. Dann machen wir erstmal dieses Geheimnis. Na los, geht da durch. Ah, Manometer. Ach nee, schau an. Hilf mir, das Plakat wieder zusammenzusetzen. Ich bin ja dabei.
Und die Kameraführung ist schon wieder sehr seltsam gerade. So. Ich brauche das Plakat jetzt. Es fehlen noch zwei. Okay. Aha. Ja. Also müssen wir erst die Dinger einsammeln. Zack. So. Zack. Ach du Scheiße. Ja, genau. Warum nicht? Oh! Nein! Weil ich den... Schnell! Sie können jeden Moment hier sein. Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ich kriege ja so einen... Oh Gott, war das knapp. Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ah! Aber hier ist noch eine Pflanze, die ich übersehen habe. So. Also nochmal. Oh, fucking. Daneben gehüpft. Na gut. So. Also probieren wir gleich nochmal. Ah! Oh Gott. Hey! Warum ist das Vieh nicht auf? Habe ich etwa daneben geworfen oder was? Mach mich nicht fertig, ey. Also nochmal. So. So. Oh, och, Alice. Alice. Leute, ich mache hier mal einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. CCR.